So, und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück bei Let's Play FIFA 12. Ja, die letzten beiden Spiele sind ja nicht so gut ausgegangen, beide 1:1 durch zwei Eigentore von einmal Sereno und einmal Wipnoll. Schauen wir mal, was heute gegen den eigentlichen deutschen Meister, gegen Borussia Dortmund geht. Die haben Platz 3 inne, sind da wahrscheinlich auch jetzt sogar Platz 2. Oh, durch einen Sieg anscheinend oder durch eine Niederlage von Hannover von Hoffenheim, nicht Hannover 96, von Hoffenheim. Die werden da wohl auch nicht ganz zu Unrecht stehen. Wir spielen einfach mal in Auswärtsrot. Tja, Borussia Dortmund tritt an mit Weidenfeller im Tor, davor Piszczek, Hummels, Ivanovic, Schmelzer, Bender, Kehl, Götze, Gündogan, Perisic und Barrios. Der erste FC Köln unverändert mit Magia im Tor, davor Wolpnoll, Sereno, Jeromel, Toto, Gerita, Benden, Lanich, Peschko, Lukas, Podolski und Milivoje Novakovic. Diesmal haben wir mal Heimo Wasserschneider als Schiedsrichter. Und wir spielen auch mal trocken. Schön, im Signal Iduna Park. Los geht's. Die anderen Ergebnisse. Borussia Dortmund gewinnt 2:0 gegen Stuttgart, macht ein Unentschieden 2:2 gegen Werder Bremen und gewinnt souverän 5:0 gegen Augsburg. Und ich hoffe mal, dass uns das nicht auch bevorsteht. So eine Riesenklatsche. So wie wir uns im Moment präsentieren, fürchte ich aber, wird es soweit kommen. Oh, Jeromel hier mal mit einem Lattentreffer. Schade. Naja. Ich überspringe mal einfach den Rest hier. Der 1. FC Köln auf dem 9. Platz jetzt. Also wir müssten wahrscheinlich schon gewinnen. Aber das ist natürlich sehr utopisch. Aber ich versuch's. Ich werde es mit aller Kraft versuchen. Versuchen mit aller Kraft gegenzuhalten. Gegen den deutschen Meister. Mal schauen. Hier sieht es aber noch nicht so aus, als wenn ich mir irgendwo mal die Pille schnappen könnte. Nee, da ist schon der deutsche Meister in unserem Strafraum. Und der wird der Elfmeter gepfiffen. Ich habe gar nichts gemacht. Das war der Computer Sereno. Und jetzt kriege ich auch noch einen Elfmeter. Direkt in den ersten drei Tagen. So, Magier gefragt. Magier! Magier hält! Magier hält! Magier hält! Unglaublich! Er hält den Elfmeter von Lukas Barrios. Es ist ja unglaublich. Jetzt hier mit der Ecke. Jetzt muss der 1. FC Köln aufpassen. Kriegt den Ball hier nicht richtig weg. Aber vollkommen verzogen. Magier, für mich jetzt schon der Held des Tages, hält den Elfmeter. Unglaublich. Es bleibt beim 0:0. Wow. Wahnsinn, damit hätte ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber jetzt natürlich Dortmund wieder direkt im Vorwärtsgang. Die sind jetzt sauer. Der Elfmeter hätte natürlich schon reingemusst. Aber der 1. FC Köln ist hier ganz schön im Rückwärtsgang. Der kommt nicht an die Pille. Es gibt einfach keinen Ballbesitz für den 1. FC Köln. Unglaublich. Jetzt vielleicht mal. Jetzt. Podolski. Kommt da nicht durch. Wird direkt abgefangen. Puh. Nicht schlecht. So kann man sich natürlich gegen den deutschen Meister nicht präsentieren. Aber Lukas Podolski fängt hier jetzt auch einen Ball ab. Nimmt Peschko mit. Novakovic. Der will Lanich mitnehmen. Hier müssen natürlich ein paar Leute noch nach vorne. Sonst wird das nichts. Novakovic. Spielt rein auf Peschko. Peschko jetzt. Auf Benden. Und Benden zieht einfach mal ab. Oh, schade. Am Tor vorbei. Benden wollte es auch mal versuchen. Das wäre es ja jetzt, wenn er gegen den deutschen Meister ein Tor schießt. Gerade hier. Ah, der 1. FC Köln kann sich hier nicht durchsetzen. Aber Jeromel. Jeromel holt sich die Pille. Und was ist das denn jetzt? Abseits gepfiffen? Abseits. Da sollte der Ball auch eigentlich gar nicht hin. Aber gut. Was soll's. So. Den Freistoß auch direkt abgefangen. Lahne ich jetzt hier im Vorwärtsgang. Spielt auf Novakovic. Der kommt vielleicht sogar noch an. Nee. Novakovic wird da weggedrängt, aber Totoge nimmt da den Befreiungsschlag direkt auf. Lanich, nochmal auf Novakovic. Novakovic, der versucht es jetzt mal. Oh, Weidenfeller. Weidenfeller ist da dran.
Mann, 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 der 1. FC Köln hat tatsächlich seine Chancen, hier vielleicht sogar in Führung zu gehen, nachdem Magier glänzend gehalten hat. Podolski mit der Flanke rein. Novakovic! Oh, Weidenfeller! Unglaublich, dieser Torwart. Es ist unfassbar. Und jetzt, oh, jetzt wird's gefährlich nochmal. Dortmund hier im Vorwärtsgang. Mit Götze. Auf Bender. Da hoffe ich ja immer so auf einen Bänderriss. Naja. Oh, Mann, 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 Mann. Dortmund, wenn die sich hier so durchfummeln können, dann wird das richtig gefährlich hier. Da sind sie auch schon wieder im Strafraum. Aber Reubnoll, wunderbar, nimmt hier die Pille auf Rita. Rita, oh, Rita mit dem dicken Fehler. Das darf natürlich so kurz vorm Tor hier nicht passieren. Und Magier. Magier hält, aber der Ball immer noch bei Dortmund. Und jetzt raus. Raus damit erstmal. Aber Dortmund wieder im Vorwärtsgang. Unfassbar. Diese Mannschaft. Hier, oh, da kommt wieder zu der nächste Elfmeter. Das gibt's doch nicht wieder, Sereno. Der nächste Elfmeter, der zweite schon für Dortmund. Sereno. Mann, 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 das kann doch nicht sein. Magier wieder gefordert. Wieder gegen Barrios. Barrios. Barrios schießt drüber. Barrios verschießt. Unglaublich, was passiert denn hier? Magier spielt kurz auf Jeromel. Und der auf Totoge. Mann. Also jetzt hier Dortmund wirklich im Riesenpech. Verschießt zwei Elfmeter. Novakovic, ah, will sich hier durchfummeln. Klappt natürlich nicht ganz so gut gegen eine Dortmunder Abwehr. Lahnig jetzt hier, schnappt sich die Pille. Auf Jeromel erstmal sicher. Der zurück auf Totoge. Novakovic will reinziehen. Novakovic ist da ziemlich frei. Schießt einfach mal. Oh, knapp. Knapp vorbei. Mann, warum treffen wir denn nicht mehr das Tor? Es ist doch nicht zu fassen. Wenn Dortmund so ein Pech vorne hat, könnten wir doch auch mal ziemlich Glück haben. So, also noch mehr Glück jetzt, meine ich. Als sowieso schon. Magier hier, sicher. Schnappt sich den Ball. Lahnig. Auf Totoge. Jetzt hätte ich fast Barrios gesagt, weil ich auf falsche Seite geguckt habe. Peschko. Auf Totoge. Der schickt Lahnig. Lahnig auf Novakovic. Novakovic. Podolski. Ja, jetzt bin ich vom Stick gekommen. Verdammt, das wollte ich nochmal so schön reinziehen. Naja, Novakovic. Nochmal auf Ben. Der nimmt Peschko mit. Der auf Lahnig. Tja, jetzt plänkeln sie hier rum, suchen die Lücke. Finden sie aber nicht wirklich. Ah, da ist wieder der Ball abgenommen. Aber der 1. FC Köln versucht gegenzuhalten. Man merkt es doch. Die Gegenwehr ist da. Aber jetzt wird es natürlich nochmal sehr gefährlich. Aber Totoge hier, sauberer Einsatz. Podolski. Podolski. Ah, wird hier der Ball abgenommen von Ivanovic. Oh, 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 oh. Reubnoll. Auf Totoge. Es läuft viel über die linke Seite. Beim 1. FC Köln. Peschko. Novakovic. Oh, Novakovic. Legt sich den Ball hier wieder zu weit vor. Schade, lande ich mit der Grätsche. Oh, jetzt. Schöne Kombination hier. Von Dortmund. Totoge. Und der haut das Ding einfach mal weg. Weitergeleitet. Schön. Peschko kommt hier an den Ball. Ah, wird aber. Kommt aber ins Straucheln. Peschko. Oh, ich wollte gerade sagen, da war aber faul. Novakovic hier gefoult. Rita spielt den kurz erstmal. Tja, der 1. FC Köln muss hier irgendwo eine Lücke finden. Wird sie irgendwann gefunden? Podolski. Novakovic. Novakovic mit dem schwächeren Linken, ja. So sah der Schuss auch aus. 45. Minute schon. 0:0. Dann wird wohl jetzt auch Wasserschneider abpfeifen. Nein, tut er nicht. Er lässt nochmal einen Angriff laufen. Jetzt vielleicht der 1. FC Köln. Nochmal. Novakovic kommt hier an den Ball. Spielt nochmal auf Bänden. Ah, und da pfeift Wasserschneider auch schon ab. Der Angriff hat zu lang gedauert.
Schade, 0:0 gegen Dortmund ist ja echt nicht schlecht. Also hier können wir uns wirklich mal mit einem Unentschieden zufrieden geben. Vor allen Dingen nach dieser Glanzparade von Magier und nach dem anderen verschossenen Elfmeter. Aber ich hoffe ja hier immer noch auf den Lucky Punch. Kaiserslautern führt 1:0 gegen Freiburg. Stuttgart führt 1:0 gegen Nürnberg. Hoffenheim 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Und Augsburg 0:0 gegen Werder Bremen. Nicht schlecht für Augsburg, muss man schon sagen. Aber wir müssen uns jetzt erstmal hier auf unser eigenes Spiel konzentrieren. Und gehen los in die zweite Halbzeit. Podolski jetzt hier am Ball wieder. Podolski. Es gibt einfach keine Lücke. Nee. Dortmund steht hier echt souverän. Podolski. Ah, da wollte ich überhaupt gar nicht hin wieder. So ein Mist. Jetzt steht hier natürlich wieder alles ziemlich frei. Jeromel, Gott sei Dank kann er den Pass hier noch abblocken. Der wäre auch wieder tödlich geworden. Heieieiei. Was ist das hier für ein Geplänkel um den Ball? Lanig. Was macht er? Oh, Peschko jetzt hier. Spielt auf Novakovic. Novakovic nimmt Totoge mit. Der ist schnell genug. Totoge flankt rein auf Podolski. Podolski mit dem Kopf. Drüber. Drüber. War schön gegen die Laufrichtung von Weidenfeller. Aber auch hier will wieder das Tor nicht sein. Unglaublich. Ich bin wieder so angespannt hier. Ich habe richtig Herzklopfen. Es ist unfassbar. FIFA macht mich echt bekloppt. Oh, jetzt hier. Dortmund. Da ist das Tor. Wunderbar gespielt auf Götze. Habe ich zu spät einfach gesehen. Da ist das Gegentor von Götze. Wunderbar gespielt. Stand völlig frei da in der Mitte. Habe ich zu spät gesehen. Tja. Der erste FC Köln liegt 1:0 zurück. So ist das manchmal, wenn du vorne einfach deine Chancen nicht nutzt und davon hatte der 1. FC Köln genug, dann kriegst du hinten halt doch einen rein. Da kannst du noch so viel Glück haben mit den Elfmetern. Novakovic flankt nochmal rein. Weidenfeller faustet das Ding sicher weg. Tja, und jetzt hat natürlich Dortmund Blut geleckt. Die wissen jetzt, es geht doch noch. Wir treffen doch das Tor und wollen jetzt wahrscheinlich auch noch das Ding sicher machen. Und der 1. FC Köln hat nicht viel dagegen zu bieten. Das ist nun mal leider so. Schön gespielt hier. Tja, und da wird nur zur Ecke geklärt. Lewandowski kommt rein für Barrios. Götze wird ausführen. Spielt da schön in die Mitte. Jeromel kann den aber rausköpfen. Podolski. Podolski jetzt. Podolski legt sich den Ball wieder viel zu weit vor. Tja, das wäre auch die einzige Möglichkeit gewesen, dass Podolski hier alleine durchläuft. Weg damit. Novakovic. Oh, dann kriegt er den Ball nicht kontrolliert. Wie nimmt Novakovic denn hier auch die Bälle an? Es ist echt zum Weinen. Und der passende Lauf war natürlich auch unglaublich schlecht. Jetzt der 1. FC Köln von seiner miesesten Seite. Ich kann jetzt auch nicht mehr vorlesen, wer hier den Ball hat. Ich muss jetzt mich hier mal langsam konzentrieren. Auf mein eigenes Spiel. Ah, da wird schon wieder der Ball weggenommen. Aber der Einwurf noch. Für den 1. FC Köln. Hier kommt wahrscheinlich die nächste Auswechslung. Bei Dortmund. Ovo Mojela kommt für Piszczek. So, der Einwurf für den 1. FC Köln. Podolski. Podolski zieht rein. Podolski zieht ab. Podolski! Lukas Podolski mit in der 67. Minute. Macht wirklich den Ausgleich. Unglaublich. Wir treffen gegen Borussia Dortmund. Warum treffen wir eigentlich immer nur, wenn wir 1:0 zurückliegen? Kann mir das mal einer verraten? 67. Minute. Der Prinz von Köln, Lukas Podolski, sorgt hier für den Ausgleich. Ah, Novakovic, wenn er da den Pass noch richtig hinkriegt. Hier auf Lanić. Ah. Mann. Ich bin jetzt wirklich etwas ruhiger. Ich gucke jetzt wirklich nicht. Ihr müsst jetzt selber gucken, wer wo den Ball hat. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren, dass ich jetzt hier nicht auch noch wieder das 2:1 kassiere. Wonach es wirklich gerade aussieht. Ah.
nochmal gerettet, Gott sei Dank. Und jetzt der Angriff vom 1. FC Köln. Wird versucht, schnell zu machen. Ich glaube, das ist Novakovic, der hier jetzt rennt. Novakovic setzt sich durch. Novakovic flankt auf Podolski. Ah, oh, ein Weidenfeller hier. Faustet das Ding weg. Aber der 1. FC Köln immer noch am Ball. Findet keine Anspielstation. Wer ist das? Lanich? Nee, es gibt einfach keine. Oh Gott. Der war ja auch unglaublich schlecht gespielt, der Pass. Vorteil für Dortmund. Götze. Dortmund. Aber Rita, passt auf. Boah, kann hier nochmal alles retten. Lanich. Auf Novakovic. Novakovic. Versucht auf Podolski, aber der Pass wird natürlich auch wieder abgefangen. Lanich hier. Oh, schön. Lanich. Ah, will direkt auf Novakovic spielen. Will den Angriff schnell machen. Schnell umschalten. Aber auch darauf ist Dortmund eingestellt. So. Oh Mann. Viel zu viele Dücher. Überall nur Dortmunder. Überall. Die stehen wirklich mit allen Mann hinten drin. Jetzt Vorteil hier wieder für Dortmund. Da ist der Pass. Puh. Mann, Mann, Mann. Es wird hier echt gefährlich. Podolski versucht es mal mit einem hohen Ball. Klappt auch nicht. Aber der 1. FC Köln kann sich die Bälle noch schnappen. Ah, Mann. Perisic ist da wieder dazwischen. Manche Pässe kommen aber auch wirklich so nicht, wie ich sie will. Ben Podolski. Muss nochmal zurück. Viel zu viele Dortmunder. Überall. Überall nur Dortmunder. Wo spielt denn Peschko hin? Sich selbst in den Lauf, ins Aus. Da wollte ich eigentlich Benden nur noch mitnehmen. Nee. Felipe Santana kommt für Hummels rein. Ich weiß gar nicht, ist Santana auch ein Abwehrspieler oder wollen sie jetzt hier nochmal auf Offensiv gehen? Ich guck mal für die letzten zwei Minuten. Ich muss hier auch nochmal... Peschko, nehmen wir nochmal raus. Nehmen wir nochmal Clemens rein. Wir versuchen es einfach nochmal. Mal gucken, ob Clemens hier noch ein Zeichen setzen kann. Und ob wir den Angriff von Dortmund noch abwehren können. Können wir. Ben. Nimm Peschko mit. Peschko, seine letzte Aktion für dieses Spiel. Will auf Novakovic passen, aber der sehr optimistisch gespielt. Und das war's auch wohl. Das war's. Clemens kommt nicht mehr rein. Wir retten uns ein 1:1 gegen Borussia Dortmund. Damit können wir diesmal, glaube ich, auch zufrieden sein. Ein Punkt. Naja, wir verlieren die Spiele nicht. Wir schaffen halt immer nur noch unentschieden. Nur noch 1:1. 1:1, 1:1, 1:1. Ich bin mal gespannt, wer das getippt hat gegen Dortmund. Hier die Glanzparade von Magier. Wenn das, also wenn Magier nicht Spieler des Tages ist, dann weiß ich es auch nicht. Der 1. FC Köln hatte seine Chancen. Aber Weidenfeller diesmal einfach zu gut. Hier wunderbar gespielt, da Götze völlig frei in der Mitte. Und Podolski. Podolski mit einer genialen Einzelaktion. Haut das Ding rein. Ja, und hier Magier. Wahnsinn. Die anderen Ergebnisse. Kaiserslautern spielt auch ein 1:1 gegen Freiburg. Stuttgart gewinnt 1:0 gegen Nürnberg. Hoffenheim trennt sich 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Und Augsburg, boah, 2:2 gegen Werder Bremen. Nicht schlecht für Augsburg. Magier ist nicht Spieler des Tages. Wieder Weidenfeller. Weidenfeller ist Spieler des Tages. Also für mich ist absolut Magier Spieler des Tages nach der Glanzparade des ersten Elfmeters. Und dann rettet der 1. FC Köln noch ein 1:1. Da können wir mit zufrieden sein. Schauen wir mal, was uns das bringt. Oh, Assistenztrainer, Volltreffer. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass Bastian Totoge hervorragende Fortschritte macht. Schön zu wissen, dass du ein Auge für Qualität hast. Lass ihn weiterhin spielen. Er hat immer noch viel zu lernen und wird sich bestimmt schnell weiterentwickeln, wenn er genügend Spielpraxis bekommt. Ja, da bin ich auch für. Totoge bleibt hier natürlich auch hinten drin beim 1. FC Köln, der sich den 8. Platz schnappt. Naja, wir bleiben also damit immer noch im Mittelfeld. Damit können wir zufrieden sein als Köln-Fan. Im 10. Spiel
Und als nächstes geht es ins Pokalspiel gegen Mainz 05. Und auch da bin ich natürlich wieder auf eure Tipps gespannt. Und für diese Folge verabschiede ich mich wieder einmal mit einem, ja, auf Wiedersehen. Tschüss, ciao, euer Benden. Bis dann.